Eine Wache steht da oben. Okay. Innerstatue hat nichts. Was haben wir hier noch? Oh, oh. Sehe ich da etwa eine magische Steintafel, die wir für diesen alten Mann brauchen? Sehr schön. Ich speichere hier nochmal eben, weil wir die aufgesammelt haben und machen da eben die drei Feldräuber noch weg. Dann haben wir die, glaube ich, sogar alle wirklich hier schon erledigt, die ganzen Feldräuber. Auch wenn das leider keine Quest war. Keine Ahnung, warum nicht. Komm her, du Bitch. Oh, zack. Nächste bitte. Bam, bam, bam. So, nächste, direkt super. Einer nach dem anderen hier. Auch wenn wir ein bisschen Leben verlieren, aber da können wir gleich mal eben wieder knacken gehen, weil wir sind ja jetzt direkt hier oben am, ne, wisst ihr, hier, wie heißt das Ding denn da oben? Onas Hof, genau, Onas Hof. So, ich speichere mal eben nicht, dass die Wache gleich von da oben runterschießt. Aber das könnten die, wisst ihr, die Banditen sein, die uns suchen, weil irgendwer hat ja einen Steckbrief auf uns aufgegeben. Mit die unterschrieben war das ja. Und das könnte natürlich sein, dass die da oben abschimmeln. Ja, wir gehen mal hier unten her und hoffen, dass die nicht auf uns schießen. Haben wir ein Butlerfleisch? Nehmen wir natürlich gerne mit. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay, wir hören die da oben, aber die schießen nicht. Ja, nicht, das alles ist. Spruchrolle. Man muss eben vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Untalentiert sind wir immer noch. Ey, wir müssen das unbedingt hinkriegen, dass wir Schlösserknacken lernen können. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Guck mal, wen haben wir denn da? Einen einzelnen Jäger oder einen Holzfäller sieht's eher aus. Was macht er denn hier unten? Ganz alleine. Guck mal eben links und rechts nicht, dass hier uns irgendwas anfällt. Aber meistens, wenn solche am Arbeiten sind, nicht rumsitzen. Da hinten sind Wölfe. Dann heißt das eigentlich, dann greifen die uns nicht an. Kann man hier pennen? Ich penne hier mal eben, dann haben wir volles Leben. Und können am nächsten Tag da hinten die Wölfe eben auch noch holen. So, zack, ausgeschlafen. Der Grom, oder wie hieß er? Der braucht nicht schlafen. Hey, den ganzen Tag. Alles klar. Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Holzsägen, bitte. Die ganze Nacht. Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Holz jagen und Felle schneiden, sägen. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Sie sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt, also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Meint der Trolle? Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Milch, Brot, Schinken. Toll, haben wir nicht. Können wir aber bestimmt bei der einen da oben kaufen, die ja so unendliche geile Sachen im Angebot hatte. Warte, ich schreibe mir das mal eben auf. Eben hier Milch, Brot und Schinken. So. Können wir da gleich dann nicht, dass wir da irgendwas dann... was brauchen wir nochmal für den? Ich bin dumm und hab das wieder vergessen. So, ne? Wisst ihr, so wie sonst immer. Oh lol, da hinten ist sogar wirklich so ein fetter Troll. Seht ihr das? Naja, wenn wir Trolle jagen müssen, dann wissen wir auf jeden Fall wo. Boah, stirb doch jetzt mal, du Kackviech. Danke. Crit bitte, Crit. Crit, bitte. So, geht doch, endlich. Boah, wir haben mittlerweile schon wirklich viele Wolfsfälle, glaube ich, oder? Das eine oder andere haben wir doch da gesammelt. Troll. Ah ja, dann soll der mal da bleiben. Wir... Ja, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie eine Schnitte gegen haben. Vor allem gegen Troll hat man eh so mehr oder weniger keine Schnitte. Da muss man schon Trolle oder Monster schrumpfen benutzen als Zauber. Kennen wir aus Gothic 1. Dann kann man die besiegen.
Ich speichere, weil ich mal gucken will, ob der was sagt, wenn wir ihm die Sachen hier klauen. Nö. Deine Truhe. Bett. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und dafür, da? Boah, Gold. Ja, okay, toll. Ist jetzt nicht so das Wahre, was der hier drin hatte, aber naja. Dietriche vor allem, die sind ganz wichtig, dass wir die haben. Solange wir die nicht benutzen können, sind die auch ziemlich... Hallo, raus! Ziemlich sinnfrei für uns. So, wir gehen mal einfach hier ein bisschen rum, gucken uns einfach mal ein bisschen die Map an. Hier hoch einfach, ich weiß nicht, da oben könnte auch sein, dass wir hier jetzt gleich wieder bei Onas Hof ankommen, dass wir einfach nur den... hier hinten runter hätten gehen können, müssen, tun. Immer so, falls wir hier was übersehen, aber auch nicht die ganze Zeit, weil sonst... übersehen wir was, wenn was auf dem Boden liegt. Was denn hier? Vielleicht in der Ecke irgendwas? Vielleicht liegt hier noch was rum. Auch wenn es nur ein Pflänzchen ist. Oh ja, toll. Wirklich nur ein Pflänzchen. Feuerwurzel. So, ja, tolle, geile Ecke. Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Spruchrolle oder so, die da liegt. Aber nö. So, ist hier sonst noch irgendwo was? Guck mal so ein bisschen. An den Baumstümpfen liegen ja immer noch irgendwelche Sachen. Hier ist echt gar nichts, außer der Holzfäller, der hier die ganzen Bäume abgeholzt hat. Hier kommen wir gleich. Schafe, okay. Ja, dann sind wir jetzt gerade hier hinter Onas Hof. Da wollten wir ja generell eh mal hin. Und uns ein bisschen umgucken. Guck mal da. Da hinten brennt auch noch. Was, ey, was ist denn hier alles im Wald versteckt? Aber den Typen, den haben wir noch gar nicht gequatscht, oder? Pepe, oder haben wir Pepe schon gequatscht? Ich weiß gar nicht. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Na, hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Ja, heul nicht. Ja, ich mach das, was, ne? Wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay, okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Ja, 4 ist doch okay. Speichern. Ja, komm, 9 Speicherstand einfach mal. Zack, was soll der Geiz? So, 4 Stück. Ja, wir gehen mal eben ein Schrittchen von ihm weg. Leben. Komm, wir laden Leben nochmal eben auf und dann machen wir das. Und dann, ja, einfach mit dem Bogen gucken, wo die Mongos stehen. Und, ja, mit dem Bogen schießen bringt ja so absolut gar nichts. Ich weiß nicht, wir sind Anfänger mit 10%. Hey, you! Das heißt hier mehr oder weniger, wir können einfach nur die, ja, den Bogen in die Hand nehmen und einen Pfeil auflegen und den wegschießen. Aber mehr können wir nicht mit 10%. Komisch, komisch. Brauchst du das nicht zu sagen. So, eben knacken. Welchen Tag haben wir überhaupt schon? 16. Tag schon. Naja, normal könnte man das halt schneller durchspielen, aber wir skippen die Tage natürlich häufig dadurch, dass wir einfach pennen gehen und uns die Lebensenergie. Die Lebensenergie wiederholen. Ich hätte doch keine eigene. Krüppelmove. So, dann gehen wir da hoch zu Papi und dann. Wir bräuchten einen Job für Wolf. Warte mal, ich gehe mal zu Wolf hin. Vielleicht wäre das ja auch was für ihn. Ich weiß es nicht. Und das Krautpaket haben wir auch noch nicht gefunden. Wir haben irgendwie hier noch gar nichts geschafft. Weiß auch nicht, warum wir hier nicht vorankommen. So einiges gehört. Toll. Er hätte vielleicht ihn auch an... Warte. Hier, zu ihr wollten wir ja eh... Hey! Zeig mir deine Ware. Was? Was brauchen wir? Milch? Brot haben die nicht, aber die hat Milch. Kaufe ich eine und Schinken eine. So, das war's. Guck mal eben, ob wir Brot selbst haben. Brot haben wir auch. Dann haben wir alle Sachen, was uns gefehlt hat, war der Schinken. Okay, dann können wir gleich zu dem hingehen und dem schon mal die Quest erledigen. Wenigstens eine.
Wir Noobs, ey. Wir haben so viele Quests komplett, dass wir an. Die müssen wir alle noch machen. Man kann schon runterskippen hier. Falsche Boote, ja, das müssen wir auch noch machen, ey. Es gibt so viel. Boah, wir haben so viele Quests. Wir müssen unbedingt die anfangen abzuarbeiten. Das ist einfach, ja. So viel Erfahrung. Das sind bestimmt schon alleine nur die Quests, die da drin sind. So 5 Level, die wir durch die Erfahrungspunkte alleine nur für die Quest-Erfolge kriegen. Nicht für die Sachen, die wir dazwischen auch überhaupt machen. Wie zum Beispiel jetzt hier die Wölfe holen. So, boah, hier ist so eine Fliege, die nervt echt hart. Junger Wolf, okay. Geh weg, scheiß Fliege. Mann, die sitzt sich dann immer so auf die Maushand auch noch. Hier hinten ist aber überhaupt gar nichts. Hier stehen zwar ein paar Hütten, aber sonst sind hier nur ein paar Wölfe. Ja, komm, einer, wenn es geht. Jetzt greif an, denn einen haben wir jetzt. Zwei ist auch noch okay. Stirb! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Ah. Zum Glück sind das so One-Hits gewesen. Scheiße, das war gar nicht mal so unknapp. Weil das Problem ist natürlich, man wird ja auch unterbrochen von denen in seinen Schlägen dann. Da ist nichts zu holen. Naja, den einen kriegen wir nicht, egal. Was ist denn hier noch? Liegt hier was rum? Wir müssen Schlösser knacken lernen. Ich werde gleich nach Korinnes zurückgehen und wir werden alles machen dafür, dass wir Schlösser knacken lernen können. Weil hier werden 100 pro jetzt gleich noch ein paar Truhen rumstehen und dann vom Schlösser knacken verstehe ich nix, Mami. Guck mal, hier liegt ein Bier und ein Brot. What the fuck ist das da hinten? Ist das so ein Irrlicht? Ja, das Irrlicht will ich eigentlich nicht zu nahe kommen. Das war doch irgendwie gar nicht mal so freundlich, oder? Boah, Felle! Bares Gold, 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 hier liegt Gold auf dem Boden. Eine Schattenläufer stand da dran. Boah, eine Truhe, die nicht verschlossen ist, noch besser. Oh, 20 Gold, wir werden so reich. Haben wir endlich mal wieder fast 1000 zusammen. Fehlt uns 2 Gold, toll. ich speichere mal eben. Ja, die Wölfe haben wir, dann haben wir das. Dann geben wir eben das Brot und den Schinken ab. Dann werden wir uns nach Korinnes begeben. Wir müssen da mal ein paar Quests und wir müssen Schlösser knacken lernen. Hallo, passt du mit deinem dicken Hintern auch mal durch die Tür durch? Rostiges Schwert. Nehmen wir natürlich auch mit. Liegt hier sonst noch was rum? Hinten sind noch ein paar Feldräuber, Jäger, eine Heilpflanze. Aber da hinten ist ein Irrlicht und ein Eber, sehe ich da. Oder ein Keiler, oder wie die hier heißen. Ah, ja, ja. Hier, also Irrlicht hinter Onas Hof ist ein Irrlicht. Können wir uns auch merken. Dass wir uns alles merken müssen, wo was ist, ne? So, Peppe, hier, deine Wölfe sind, ne, erledigt. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Enos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Ona beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Ein Killer? Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Und den Schafen auch. Das heißt, denen, die noch da sind, geht es gut. Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Warte mal eben. Wir haben ja die... Ich speichere mal eben, weil ich einfach ein Freak bin, was Speichern angeht. Wir haben doch eine Questenschaf, oder? Vermissten Waffen, Banditen über Zugang zum Innos Kloster. Ein Schaf bekomme ich bei den Bauern. Ich will mal eben gucken, was ich für 100 Gold hier, wie viel Erfahrung bekomme. Hier sind 100 Goldstücke. Gib mir ein Schaf. Gut. Nimm dir die Liesel mit. Du findest sie hier auf der Weide. Sag ihr einfach, sie soll dir folgen. Sie ist ziemlich klug für ein Schaf. Behandle sie gut. Gar keine. Ja, dann, warte mal, können die eben noch anquatschen. Wo ist das Viech denn? Da hinten das Einzelne? Ne, hier sind gar keine Einzelnen. Hä, wo ist das Mistviech? Schaf, Schaf, Schaf. Schaf. Schaf.
Hä? Mich verarschen, Pepe? Da ist es doch direkt. Hallo, Schaf. Komm mit. Lol. Ja, aber das bringt uns keine Erfahrung, also lassen wir das. Toll, jetzt wird uns so ein geiles Schaf hinterherlaufen, aber für 100 Gold, Spiel laden, hier, genau. Schade, ich dachte, wir kriegen da jetzt Erfahrung für, naja, dann lassen wir das mit dem Schaf. Aber falls wir noch ein Schaf kaufen müssen, wissen wir wo. Aber wir gehen jetzt erstmal hier runter und geben dem seinen Happy Happy. Aber die haben echt viele Schafe, aber es passt ja auch keiner auf die Viecher auf. Ganz ehrlich, guck mal hier unten, wir könnten uns auch einfach eins schnappen und dann Arm packen und das mitnehmen. Und er wird das doch nicht merken. Okay, hier geht ein Weg hoch zu den Wachen, die da standen. Aber Wachen, ich weiß nicht, was, ob Wachen jetzt so, ne? Banditen heißt immer, die greifen dich sofort an. Wachen eigentlich nicht. Aber naja, da können wir hingehen, wenn wir vielleicht ein bisschen stärker sind. So, hier, Kollege. Hey! Hey, you! Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Und nun? Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Gar nichts. Ah, hier können wir Sachen abnehmen. Aber, pff, ne. Ich bin so absolut der Nichtjäger. So absolut nur nicht. So, dann begeben wir uns jetzt mal gen Stadt. Wo sind wir denn hier durchgekommen? Irgendwo hier vorne, oder? Piu! So, hier durch meine ich. Meine, hier sind wir durch. Hä? Hallo, wo sind wir denn durchgegangen? Bin ich jetzt total blind, bekloppt oder? Hä? Naja, dann nicht. Ach, da sind wir durchgekommen. Irgendwie ist der Durchgang verschwunden. Naja, nicht ganz. Okay, hier ist er noch. Wir müssen die Lederbeutel auch mal aufmachen, die wir bis jetzt alle gefunden haben. Hier liegt nichts mehr. Gut, das sieht aus wie eine Steintafel. Gut, die Steintafel können wir auch abgeben. Stimmt, 3 Stück oder was wollt ihr haben? Der alte Mann. Da liegt noch eine, die haben wir übersehen. Zum Glück sind wir diesen Weg nochmal gegangen. 2. Ich gehe hier nochmal eben einmal rum oder drauf. Dammit, ey, zum Glück haben wir die nicht übersehen. Also wir haben die übersehen, aber zum Glück haben wir die jetzt nochmal gefunden. Hüpf. Hüpf. Ist hier noch irgendwo was? Wenn 2 hier schon liegen, wir brauchen 3 Stück. Könnte doch auch noch eine dritte hier liegen, oder? Wie viele haben wir davon jetzt? Vielleicht haben wir auch schon 3. Steintafel der Stärke, magische Aura des Einhandkampfes. Das kann ich nicht lesen. Wir müssen die lernen zu lesen. Das sind die, die wir gefunden haben. Weil anscheinend, wenn die schon Stärke und Einhandkampf heißen, wenn wir die lesen können, kriegen wir da bestimmt dann die Skills von. Mami, ich will lesen lernen. Wo kann ich lesen lernen? Oh, ja, und wir können ja auch noch mit Lester, nicht Lester, wie heißt der hier, mit Laris. Der bringt uns ja auch noch zu den Wassermagiern. Da müssten wir auch mal eigentlich hin. Es ist noch so viel, was wir machen können. Auch die Schätze ausgraben für den Mongo-Piraten. Aber naja, jetzt laufen wir erstmal wieder zurück in die Stadt. Ich will jetzt erstmal Schlösser knacken lernen. Um jeden Preis. Wir müssen dem beweisen, dass wir dem vertrauen. Also, dass der uns vertrauen kann. Das will doch keiner wissen. Ich speichere mal. Ich guck mal, ob wir den Lurker da hinten klatschen können. Ach, wir haben noch so wenig Leben, ne? Ja, dann lassen wir das. Das machen wir auf dem Rückweg, wenn wir wieder hier hinkommen. Was können wir... Oh, Eber. Natürlich auch wieder 2 auf einmal, nicht nur einer. Was können wir machen? Das Einzige, was wir von dem wissen, ist, dass der Schulden bei diesem Schuldner hat, bei dem Lehmer. Können wir dem die Schulden begleichen? Und wir brauchen ja auch noch einen, den wir mit dieser Spruchrolle verprügeln können. Und dann vergessen lassen können. Ja, hör auf zu knistern, hier ist überhaupt nichts. Ich hasse diese Sounds, wenn die irgendwo integriert sind, obwohl hier nichts mehr ist. Das macht einen übelst verrückt. Wir könnten den verprügeln.
Aber was haben wir dann davon? Glaubst du, der erlässt dem dann die Schulden oder sowas? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber wir müssen unbedingt die Quests mal loswerden. Hier geht's zum Kloster, da könnten wir uns auch eigentlich mal hinbewegen und zumindest gucken, wie das Kloster aussieht. Aber das können wir auch machen, wenn wir das nächste Mal zum Hof gehen. Hey. Wegen der Steintafeln. Was ist denn mit dieser hier? Nein, solche Steintafeln sind magisch aufgeladen. Tafeln dieser Art will der Wassermagier leider nicht kaufen. Ach so, okay, also will er nur diese alten Schranzdinger haben. Die magisch aufgeladenen sind dann also für uns, damit wir die lesen können und besser werden damit.